Auch der plötzliche Tod von Udo Jürgens gestern hat Trauer und Bestürzung ausgelöst. Bundespräsident Gauck würdigte ihn in einem Kondolenzschreiben als einen Großen des deutschen Chansons. Fans und Weggefährten erinnerten heute an einen Künstler, der die Musiklandschaft geprägt habe. Udo Jürgens war gestern im Alter von 80 Jahren in seiner Wahlheimat Schweiz an Herzversagen gestorben. Abschied von Udo Jürgens. Seine Fans trauern um den Sänger, der gestern vor diesem Haus zusammengebrochen ist. Hier im schweizerischen Gottlieben am Bodensee hatte sich Udo Jürgens oft zurückgezogen. Sein Tod kam für viele Freunde völlig unerwartet. Das ist eine Nachricht, wo man einfach sagt, nein, das kann nicht stimmen. Also die haben einen Fehler gemacht, das ist nicht möglich. Absolute Fassungslosigkeit. Weggefährten trauern jetzt um den Schlagerstar. Der war ein großer Künstler und ich glaube, da ist schon der Musikwelt jemand verloren gegangen. Am Bodensee hatten Udo Jürgens und seine Lebensgefährtin ein Stück Privatsphäre. Hier schrieb er die Lieder für sein neues Album. Die Schweiz, Wahlheimat des gebürtigen Österreichers. Jürgens Markenzeichen, der Bademantel. Sein Motto, Unterhaltung mit Haltung. Eigentlich war für kommendes Jahr eine Tournee geplant. Organisiert von Jürgens langjährigem Freund und Konzertmanager Hans-Werner Funke. Mitten im Leben, so hieß seine Tournee. Und mitten im Leben ist er von uns gegangen. Ich glaube, besser kann man sich nicht verabschieden. Wir denken an Udo. Jürgens plötzlicher Tod ist ein Schock für seine Fans. Sie müssen Abschied nehmen von einem der größten deutschsprachigen Entertainer.